Müsste man auf Erden eine einzige Pflanze stehen lassen, für mich wäre es die Brennnessel. Die Brennnessel spielt in unserer Zivilisation eine wichtige Rolle. Sie ist eine Pflanze, die dem Menschen folgt und ihm sehr nahe steht. Kaum eine andere Pflanze genießt einen derart schlechten Ruf wie die Brennnessel. Sie gilt als das Unkraut schlechthin. Bestenfalls beachten wir sie nicht. Zumeist aber mähen wir sie ab, weil sie nicht in unser Bild von einem perfekten Garten passt. Oder weil der Hautkontakt brennende Schmerzen hinterlässt. Die unterschiedlichen Formen der Brennnessel in den Gärten Frankreichs oder den Wäldern Australiens sind ein Beispiel für die Artenvielfalt im Pflanzenreich. Für den Menschen ist sie bei weitem die gefährlichste Pflanze, die es gibt. Touristen, die Australien bereisen, laufen Gefahr, vom australischen Nesselbaum gestochen zu werden, weil sie ihn nicht kennen. Viel schwerer als ihre Bedrohlichkeit wiegt jedoch die Kostbarkeit der Brennnessel. Gern denkt man da an alte Hausrezepte, tatsächlich aber ist sie unverzichtbarer denn je. In Frankreich streitet man um die Brennnessel, da sie gar dem eigenen Drang nach Freiheit entgegensteht. Doch bevor wir herausfinden, was die Brennnessel so wertvoll, so modern macht, versuchen wir zu beleuchten, was ihren Ruf derart trübt. Die Brennnessel liebt nährstoffreiche Böden. Böden reich an organischem Material und Stickstoff. Anders gesagt, Böden reich an unserem Überfluss, unseren Abfällen. Sie zeugt von den Spuren menschlichen Tuns, kündet von dem, was wir züchten und auch von dem, was wir bauen. Nur wenige Pflanzen hegen eine Vorliebe für Ruinen. Sie ist eine Ruderalpflanze, eine Flora, die auf Schutt und Trümmern gedeiht. Noch lange nachdem der Mensch einen Ort verlassen hat, deutet sie auf seine Gegenwart hin, was fast schon ein wenig ärgerlich ist. Ein Ärgernis, das blitzschnell in Zorn umschlagen kann, wenn man ihr zu nahe kommt. Von allen Merkmalen ist ihr Stich sicherlich das prägendste. Quer durch alle Epochen hat die schmerzhafte Begegnung mit ihr die Brennnessel auf die Karikatur einer Pflanze reduziert, die brennt. Ihr wissenschaftlicher Name unterstreicht das, Urtica, vom lateinischen urere, was so viel heißt wie brennen. Die Botaniker nennen die gesamte Familie Urticaceen, Nesselgewächse. Eine große Familie, in der jedoch nicht alle Mitglieder stechen. Bei den stechenden Urticaceen begegnen wir zuerst der großen Brennnessel, Urtica dioica. Eine weit verbreitete alte Dame, die sich als exzellente Botschafterin ihrer Familie erweist. Die große Brennnessel sticht, weil sie an Stängeln wie Blättern mit winzigen Stacheln übersät ist. Eine Art Hohlnadeln, die spröde sind wie Glas und Histamin, Serotonin, Acetylcholin sowie einige andere Substanzen mehr enthalten. Bei der geringsten Berührung brechen die Nadeln ab, dringen in die Haut ein und injizieren eine nesselnde Flüssigkeit. Ein Zehntausendstel Milligramm genügt, um Quaddeln und Rötungen hervorzurufen, was unsere Sympathie für die Pflanze etwas dämpft. Man begegnet einer Brennnessel nie allein. Brennnesseln wuchern in Gruppen, überziehen ganze Landstriche. Als Kinder mit ungebremstem Forscherdrang wussten wir ein Lied davon zu singen. Denn die Brennnessel bildet Rhizome aus. Unterirdisch webt sie ein Netz aus kriechenden Seitensprossen, die in regelmäßigen Abständen Knötchen aufweisen. Von diesen Knoten wachsen die Brennnesselstängel senkrecht in die Höhe. So haben wir es auf ein paar Quadratmetern voll der schönsten Brennnesseln meist mit ein und demselben Exemplar zu tun und nicht etwa mit Hunderten. Diese vegetative Form der Vermehrung sorgt dafür, dass eine Besiedlung mit Brennnesseln so schnell nicht gestoppt werden kann. Die Pflanze ist zäh. In der Brennnessel spiegelt sich auch unser Umgang mit der Natur. Jene so unbekannte Natur, die sich unserer Kontrolle entzieht. Die Brennnessel lässt sich nur schwer kontrollieren. Wer sie ausrotten will, kann sie noch so oft ausreißen, abmähen oder ihr mit chemischen Mitteln zu Leibe rücken. Vergebens. Fest unter der Erde verankert, feiert die Brennnessel immer wieder ein strahlendes Comeback.
Ein Comeback übrigens auch im übertragenen Sinn. In Frankreich geriet sie durch eine skurrile Politposse ins Rampenlicht. Ihren Anfang nahm die Angelegenheit in den Hausgärten, wo die Brennnessel gern in Form eines vergorenen Extrakts eingesetzt wird. Hobbygärtner schwören auf das Rezept. Kein Dünger sei besser, natürlicher und billiger. Die segensreiche Jauche hält Schädlinge fern, bereichert den Boden und stimuliert das Immunsystem der Gewächse, um die sie ausgebracht wird. Ihr Erfolg zieht so weite Kreise, dass buchstäblich ein Parallelmarkt entsteht. Derlei Praktiken werden durch keinerlei Vorschrift reguliert. Dann greift der Staat ein und stiftet Krieg. Den Brennnesselkrieg. Als versierter Kenner und Bewunderer der Brennnessel steht Bernard Bertrand im Fokus des Aufstands. Der Bauer, Autor und Verleger von Werken über Pflanzen hat sich für ein Leben eng am Puls der Natur entschieden und auch die symbolische Bedeutung der Brennnessel frühzeitig erkannt. Bedingungslos engagiert er sich für ihren Schutz, rührt die Werbetrommel für ihre Vorzüge in umtriebigen Kollektiven und Bürgerinitiativen, die dem Staat in dieser Sache inzwischen erfolgreich die Stirn bieten. Aus den Brennnesseln machen wir Jauche, genauer gesagt einen vergorenen Brennnesselextrakt. Aber wir nutzen sie auch als Viehfutter für die Schweine auf dem Bauernhof und für das Geflügel. In Stresszeiten, zum Beispiel bei der Trennung von der Mutter, geben wir sie den Tieren als Beifutter. Eigentlich sind wir in diesen Brennnesselkrieg völlig unfreiwillig hineingeraten. Für den Brennnesselextrakt gab es keine offizielle Vertriebserlaubnis. Er war nicht staatlich zugelassen. 2002 wurde er ein erstes Mal verboten und dann erneut 2006, einhergehend mit massivem Druck der öffentlichen Hand. Das ging so weit, dass die Behörden die Weitergabe von Kenntnissen verboten haben, was die Brennnessel sowie einige andere Wildkräuter betrifft. Damit wurde die Brennnessel auf einen Schlag zum Sinnbild eines Kampfes um die Bewahrung landwirtschaftlichen Wissens, die Bewahrung eines Kulturguts, das wir von unseren Vorvätern übernommen haben und das wir weiter verbessern wollen, im Sinne einer echten, nachhaltigen Landwirtschaft. Ausgelöst wird der gärtnerische Flächenbrand durch das Agrarorientierungsgesetz aus dem Jahr 2006. Es verbietet die Werbung und den Verkauf von Phytopharmazeutika, die keine Marktzulassung haben. Das betrifft sämtliche Naturpräparate, die von zahllosen Gärtnergenerationen empirisch zubereitet wurden. Allen voran die Brennnesselbrühe, der Star in diesem Segment. Über den Gärten Frankreichs regt sich ein Hauch von Rebellion, der in den großen Medien von Kolumnisten wie Alain Baraton bereitwillig aufgegriffen wird. Der Chefgärtner des Schlossparks von Versailles gilt als Widerstandskämpfer der ersten Stunde. Guten Tag, Alain Baraton. Guten Tag, Patrick Boyer. Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen der Gärten. Erläutern Sie uns doch Ihre Position gegenüber dem Finanzamt, dem Landwirtschafts- und dem Innenministerium, was künftig verboten ist. Alles über die Brennnesseljauche. Vergessen Sie das Finanzamt. Die gute alte Brennnesseljauche wird, ob in Stadtgärten oder auf dem Land, von jeher eingesetzt. Wie stelle ich sie her? Zuerst pflücken Sie mit Handschuhen, versteht sich, 1 Kilogramm junger Brennnesselblätter. Dann gießen Sie 10 Liter Wasser in einen Eimer, weichen die Brennnesselblätter darin ein und lassen die Flüssigkeit gären. Die Gärdauer hängt von der Jahreszeit und der Außentemperatur ab. Bei 20 Grad müssen Sie sich im Schnitt 10 Tage gedulden und jeden zweiten Tag umrühren. Wie schwarzgebrannter Whisky. Zur Zeit der Prohibition haben die Leute in Oklahoma heimlich Whisky gebrannt. Scherzen Sie nicht. Bei uns werden bald dieselben Zustände herrschen. Dann können wir unsere Brennnesseljauche auch nur noch heimlich herstellen. Nun noch filtern und schon ist die Flüssigkeit gebrauchsfertig. Damit gießen Sie Ihre Pflanzen. Wie bereits gesagt, ab 1. Juli ist es mir verboten, die Vorzüge eines Produkts zu rühmen, das, ich zitiere, keine Marktzulassung erhalten hat. Stellen Sie sich das mal vor. Sonst droht eine Strafe? 75.000 Euro Bußgeld und 2 Jahre Haft, harte Geschütze.
Ich darf im Radio die Vorzüge chemischer Produkte rühmen. Ich kann für Unkrautvernichter werben, die das Grundwasser verseuchen. Ich darf für Insektizide werben, die in der Anwendung extrem giftig sind. Ich darf die Verwendung von Produkten empfehlen, die mit Plastikanzügen, Schutzmasken und Sicherheitshandschuhen hergestellt, nur bei absoluter Windstille ausgebracht werden dürfen und von Kindern ferngehalten werden müssen. Für die empfohlen wird, sämtliches Arbeitsgerät im Anschluss ausgiebig zu reinigen und Obst in den ersten 2 Wochen nach der Behandlung nicht zu verzehren. Auf denen sogar steht, dass das Behältnis nicht zum Restmüll gegeben werden darf, sondern recycelt werden muss, damit der Boden nicht kontaminiert wird. Doch über Brennnesseljauche darf nicht gesprochen werden. Die Worte von Alain Baratin treffen den Nerv der öffentlichen Meinung. Die Medienschlacht ist eröffnet. So einen Rummel um dieses Thema hätte sich der Staat nicht träumen lassen. Alain Blogowski gehörte zu den Verfassern des Gesetzes. Unfreiwillig in die Rolle des zündelnden Feuerwehrmannes katapultiert, sucht er die Wogen zu glätten. Er plädiert für eine nüchterne Betrachtung der Faktenlage. Wenn ich jedermann erlauben würde, Erzeugnisse auf der Basis von Curare, von Nikotin oder von Wüterich zu verkaufen, unter Verweis darauf, dass es Pflanzen sind, ohne ihre Unschädlichkeit zu überprüfen, dann stünden Sie in 0, nichts in meinem Büro und würden mir mangelnden Verbraucherschutz vorwerfen. Ich wende mich gegen das Prinzip zu sagen, es ist Brennnesseljauche, die verwenden wir schon seit Urzeiten, also machen Sie einen Punkt, unterschreiben Sie und basta. Wie wirkt sich Brennnesseljauche auf die Umwelt aus? Angenommen, ein ganzes Fass läuft aus, 300 Liter Brennnesseljauche ergießen sich in den Fluss. Welche Auswirkungen hat das? Noch einmal, ich weiß es nicht. Es sind doch nur Brennnesseln, werden Sie sagen. So groß können die Schäden also nicht sein. Solange ich das nicht überprüft habe, kann ich es nicht sagen. Wenn es unschädlich ist, umso besser, dann lasse ich das Produkt zu. Aber etwas nur aufgrund der Tatsache zuzulassen, dass es ein natürliches Produkt ist, das schon lange verwendet wird, das kann ich nicht. Hier die Vernunft der Wissenschaft, dort die Erfahrungen des Gärtners. Der Experte, der Gesetzgeber, will Zahlen, Quoten, Beweise. Dem Gärtner reicht es zu sehen, wie sich seine Pflanzen entfalten. Doch die Brennnessel gehört zu jenen Wildgewächsen, die niemals eingehend wissenschaftlich studiert worden sind. Nur wenige Analysen sind verfügbar. Wirklich erklärt wurde die Wirkung des fermentierten Extrakts nie. Kein Forscher hat sich je damit befasst. Das Thema scheint nicht seriös genug. In den Königlichen Botanischen Gärten in Kew, südlich von London, finden wir jemanden, der das Thema ernst nimmt. Die Professorin Monique Simmons. Für uns öffnet sie ihr Labor und startet eine erste Analysereihe, um die Wirkstoffe der Brennnessel zu ermitteln. Sieht ja gut aus. Ziemlich konzentriert. Das dürfte für eine Analyse reichen. Mithilfe dieses Kolbens konnte ich die Konzentration erhöhen. Diese Komponenten haben mit dem brennenden Schmerz zu tun. Allen voran Ameisensäure. Genau die gleiche Substanz, wie sie auch in Bienen- oder Ameisengift enthalten ist. Solche schmerzauslösenden Stoffe kommen in der Natur recht oft vor. Sie dienen der Verteidigung. Es ist ein Mittel der Natur, Tiere oder in diesem Fall eine Pflanze zu schützen. Außerdem haben wir einige Phenolbestandteile, Flavonoide, die mit der antioxidativen, entzündungshemmenden Eigenschaft der Brennnessel in Verbindung gebracht werden. Wenn ich eine Pflanze wie die Brennnessel in ihre Einzelbestandteile zerlege, erkenne ich als erstes das Chlorophyll an seiner tiefgrünen Farbe. Ich kann aber noch viele weitere chemische Substanzen extrahieren, die sehr nährstoffreich sind, weshalb die Pflanze manchmal als Dünger in den Boden eingearbeitet wird.
Bekannterweise enthält sie auch Spuren von Eisen und andere Mineralstoffe. In der Vergangenheit wurde sie wegen ihres hohen Eiweißgehalts sogar verzehrt. Bei bestimmten Diäten war sie die Eiweißquelle schlechthin. Ein Vergleich der Analysen von Kew Gardens mit Untersuchungen, die auf Veranlassung von Bernard Bertrand durchgeführt wurden, bestätigt den hohen Chlorophyllgehalt, vor allem aber auch den hohen Nährwert der Brennnessel. Die Pflanze liefert große Mengen an Vitamin C, Calcium, Phosphor und Magnesium. Sie ist ein überaus energiereiches, vollwertiges Nahrungsmittel. Und was ihre schmerzauslösenden, übrigens völlig ungiftigen Substanzen angeht, ihre Wirkung wird durch Zerkleinerung und Verdünnung aufgehoben. Weshalb die Brennnessel in der Küche vielseitige Anwendung findet. Alain Baratin ist der Einladung von Jacques Thierry bereitwillig gefolgt. Der Starkoch aus der Normandie setzt die Brennnessel schon seit Jahren auf seine Speisekarte. Es ist das erste Mal, dass ich eine Brennnesselsuppe esse. Dann passt es ja. Ich habe schon oft davon gehört. Die Farbe erinnert mich an das Erbsenpüree meiner Großmutter. Noch eine kleine Verzierung. Nicht so schnell, wir sind hier nicht in Versailles. Wir machen die Seerosen von Monet. Hübsch. Kapuzinerkresse blühen. Darf ich? Nur zu. Das allererste Mal. Unglaublich gut. Diese samtige Konsistenz, unvergleichlich. Schmeckt leicht nach Avocado. Und ein Aroma wie von Radieschenblättern. Samt weich und mild. Richtig. Man könnte annehmen, die Pflanze hätte einen starken, beißenden, sogar säuerlichen Geschmack. Nichts dergleichen. Kein Vergleich mit Sauerampfer. Vielmehr ganz mild. Und fein. Ich hielt Brennnesselsuppe immer für eine Armenspeise. Aber im Gegenteil. Mein Kompliment. Einfach köstlich. Geadelt durch die Haute Cuisine. Wegen ihres Aromas. Und schon wird unser Blick auf die Brennnessel ein wenig wohlwollender. Das Bild vom nutzlosen, aggressiven Unkraut fängt an zu verblassen. Mit dieser Einseitigkeit möchte der Ethnobotaniker François Couplan endgültig aufräumen. Seine Werke und Seminare treffen international auf ein starkes Echo, was ihn selbst am meisten überrascht. Immer mehr Menschen ahnen, dass die wilde Natur, die wir so wenig kennen, keine Bedrohung darstellt, sondern im Gegenteil von großem Nutzen sein kann. In dieser Pflanze steckt alles drin. In der Feuchtmasse beträgt der Eiweißgehalt 6-9%, in der Trockenmasse bis zu 40%, mehr als in Soja. Das sind Binsenweisheiten, aber niemand kennt sie. Wir geben uns als vernünftige Menschen aus. Wir behaupten alles, was um uns herum existiert, zu kennen und hocheffizient zu sein. Von wegen. 7-mal so viel Vitamin C wie in Orangen. Die Hagebutte liefert sogar bis zu 50-mal so viel. Hören wir doch auf. Oder packen wir es endlich an. Ich schlage Folgendes vor. Die Pflanzen in unserer Umgebung, die unsere Vorfahren über Millionen Jahre ernährt haben, warum sollten wir die nicht auch essen? Wir müssen endlich umdenken. All das, was wir uns erschaffen haben, brauchen wir eigentlich gar nicht. Von unseren Vorfahren in der Steinzeit unterscheiden wir uns nur hinsichtlich unserer Kleidung und der Gerätschaften. Aber davon abgesehen sind wir genau die gleichen geblieben. Keinen Deut anders. Als wir uns vor 10.000 Jahren von Sammlern und Jägern zu Bauern entwickelten, war das ein großer Einschnitt. Der Sammler akzeptiert die Geschenke der Natur. Er führt ein Nomadendasein und lebt im Einklang mit seiner Umgebung. Der Bauer dagegen bestimmt, was er aussät. Und alles, was die Natur hervorbringt, wird fortan als Unkraut angesehen. Bestenfalls reißen wir es aus. Im schlimmsten Fall erfinden wir Pestizide und verseuchen damit unsere gesamte Umwelt. Polluer l'ensemble de notre environnement.
Ein sehr intensiver Geruch. Im Grunde geht der Bruch mit der Natur so weit, dass der Mensch sich eine Beziehung zu etwas anderem als dem, was er selbst geschaffen hat, gar nicht mehr vorstellen kann. Wir sind die Natur, die sich ihrer selbst bewusst wird. Aber Vorsicht, keine voreilige Idealisierung. Die unberührte Natur bietet ein komplexes Bild voller Überraschungen. Unsere große Brennnessel, ein Mitglied der Urtikazeen, besitzt in ihrer Familie Vettern eines ganz anderen Kalibers. So einfach, wie wir das Pflanzenreich gern sehen, ist es nämlich nicht. Der Botaniker Francis Allais hilft uns, dank seiner umfassenden Kenntnisse, die Dinge zu relativieren. Im Pariser Naturkundemuseum beleuchtet er für uns die exemplarische Geschichte der Familie der Nesselgewächse, zu denen die Brennnessel gehört. Laportea gigas, australischer Nesselbaum. In einem Herbarium kann man von einem riesigen Baum natürlich nur Fragmente sammeln. Diese Pflanze kommt aus Neuholland, ein Archipel, das sozusagen die Verlängerung von Neuguinea gen Osten und Norden bildet. Hier finden sich die größten Nesselgewächse der Erde. Meiner Meinung nach hat die Familie der Urtikazeen ihren Ursprung in diesem Teil der Welt. Wenn meine Annahme richtig ist, musste sie einen gewaltigen Weg zurücklegen, bis sie zu uns nach Europa gelangte. Mehr als die Hälfte einer Weltumrundung. Ursprünglich waren es große Bäume, Riesenbäume, über 40 Meter hoch, mit einem Durchmesser von 2 Metern und Stützwurzeln am Stammgrund, eine Art Sockel bis zu 2 Meter hoch und extrem nesselnden Blättern. Laportea gigas gilt als das größte Nesselgewächs der Welt. Es gibt Familien, die ausschließlich Kräuter aufweisen, bei den Hahnenfußgewächsen zum Beispiel. Dann gibt es Familien nur mit Bäumen, etwa die Familie der Eichen, in der es keine einzige Staude gibt. Die meisten Familien jedoch umfassen sowohl Bäume als auch Stauden. Das ist nichts Besonderes. Wenn dieser eigenartige Dualismus von Baum und Staude in ein und derselben Familie vorliegt, was für die Nesselgewächse typisch ist, dann finden wir die Stauden in den gemäßigten Zonen, zwischen 30 und 50 Grad Breite auf beiden Erdhalbkugeln, während im Tropenbereich in der Mitte die Bäume wachsen. Das ist eine absolute Regelmäßigkeit, eine unabänderliche Tatsache. Der größte australische Nesselbaum, den ich je gesehen habe, mit seinen Stützwurzeln hier unten, unglaublich voluminös. Eine mächtige Brennnessel, vielleicht 25 Meter hoch. Bei jedem Halt entdecken wir ein noch gewaltigeres Exemplar. Sie sieht aus wie jeder andere Baum auch. Von hier unten könnte man nicht sagen, dass die Blätter extrem gefährliche Brennhaare besitzen. Wie alt er wohl sein mag? Vermutlich wegen ihrer Vielfältigkeit hielt es der Gesetzgeber in Frankreich für seine Pflicht, vor den heimtückischen Gefahren der Pflanze zu warnen. Wer kann denn auch ahnen, dass die kleine Brennnessel aus unserem Hausgarten im australischen Urwald die Form eines 30 Meter hohen stechenden Baumes annimmt? Australische Brennnesselarten sind das Studienobjekt von Marina Hurley aus Melbourne. In den Regenwäldern von Nord-Queensland begibt sich die Biologin mit Assistent Martin Pearson auf die Suche nach unbekannten, aber auch sehr giftigen Nesselgewächsen. Nehmen wir das? Das hier, an das kommen wir leichter ran. Vorsichtig. Gib auf deinen Kopf Acht. Ist es klar? Ja, go.
In der Öffentlichkeit ist der australische Nesselbaum kaum bekannt. Er verursacht einen unglaublichen Schmerz, unter Umständen noch schlimmer als der Geburtsschmerz. Wie oft bist du gestochen worden? Einmal war es so schlimm, dass ich ins Krankenhaus musste. Ansonsten Stiche, die mir die Tränen in die Augen trieben, vielleicht 10. Das sind Erfahrungen. Als würdest du verbrannt und gleichzeitig mit Säure verätzt. Die Härchen auf den Blättern sind am unteren Ende in eine Art Säckchen versenkt. Die Spitze besteht aus einem Köpfchen, das bei leichter Berührung bricht und eine Bruchstelle hinterlässt, die so scharf wie eine Injektionsspritze ist. Das Härchen dringt in die Haut ein, die sich um das Härchen schließt. Die freigesetzte Substanz ist chemisch stabil, das heißt, es ist kaum möglich, das Gift zu zerstören. Ein getrocknetes Blatt kann selbst nach 100 Jahren in einem Herbarium noch brennende Schmerzen verursachen, weil das Toxin immer noch aktiv ist. Wie die gesamte Natur sind die Nesselgewächse weder nur gefährlich noch nur harmlos. Das eigentliche Problem ist unsere Unwissenheit. Marina Hurley in Australien, Francis Allais, François Couplin und Bernard Bertrand in Frankreich sind um Aufklärung bemüht. Jeder auf seine Weise sucht unseren Blick auf die Flora zu verändern. Der Landschaftsgärtner Gilles Clément trägt mit seinen Projekten wesentlich zu diesem Umdenken bei. Die großen öffentlichen Parks, die er konzipiert hat, zeugen von seinem Engagement. Seine Vision vom Garten ist lebendig, schöpferisch. Der Garten als Raum der Freiheit, wo wildwachsende Pflanzen ihren Platz finden, wo der Eingriff des Menschen minimal ist. Wir begegnen Gilles Clément in Melle im Département de Sèvres. Mitten im Brennnesselkrieg ergriff er die Chance und entwarf für eine Kunstbiennale einen Brennnesselgarten. Wir befinden uns hier im Herzen eines Widerstandsgartens. Es ist sozusagen mein erster politischer Garten. Er wäre nicht entstanden, hätte es nicht dieses Gesetz gegeben, das jeder in der Branche für absolut unangemessen und ungeeignet hält. Ein Gesetz, das die Verwendung natürlicher und noch dazu kostenloser Hilfsmittel für den Garten verbietet. Mittel, die sämtliche Gifte, wie man sie in den Gärtnereien erhält, überflüssig machen. Dieser Filter fungiert quasi als Wahrzeichen und Sinnbild. Denn natürlich braucht man keinen so riesigen Filter, um Brennnesseljauche herzustellen. Aber man sieht diese Erhebung schon von Weitem und weiß, an diesem Ort befindet sich etwas Wichtiges. Mit diesem ästhetischen Ansatz, mit dieser Inszenierung, zeigen wir, wie bedeutungsvoll diese Pflanzen sind. Wir wollen auf sie aufmerksam machen, wobei in diesem Punkt noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Sobald etwas in neuem Licht gezeigt wird, dann wirkt das derart verstörend, dass man den Leuten Verständnisschlüssel an die Hand geben muss, sonst werden sie es nicht akzeptieren. Es stellt das ganze Wertesystem in Frage. Mit diesem Brennnesselgarten vermute ich, nein, ich bin mir sogar sicher, werden die Brennnesseln in Zukunft anders betrachtet werden. Findet die Brennnesseljauche großen Absatz? Wir haben 600 bis 700 Liter auf Vorrat. Die Jauche wird immer freitags auf dem Markt in kleinen Flaschen kostenlos abgegeben. Insofern ist der Garten fürwahr subversiv. Aber die Stadt steht hinter uns. Wir sind eine ganze Gruppe, die sich zumindest momentan in der Illegalität bewegt. Zu dem Gesetz gab es einen Änderungsantrag, aber die entsprechende Durchführungsverordnung wurde nicht verabschiedet. Das Gesetz gilt also immer noch.
Alle Produzenten von Brennnesseljauche bewegen sich in der Illegalität. Was Jean-François Lifout auf die Palme bringt, aber seiner Überzeugung keinen Abbruch tut. In Ajat in der Dordogne bereitet er seine vergorenen Extrakte zu. Auf der Basis von Schwarzwurz, Schachtelhalm, Farnkraut und natürlich Brennnesseln. Er glaubt an das, was er sieht, die Schönheit seiner Blumen, frei von Chemikalien gezüchtet. Jean-François Lifout hat viele Nachahmer gefunden, Gesetz hin oder her. Zu ihnen gehört auch Didier Clerjoux. Seit Jahrzehnten im Erdbeeranbau befolgte er, wie seine Kollegen, die Anweisungen der Fachleute, setzte die erlaubten herkömmlichen Chemikalien ein. Am Ende wuchs auf seinem Land gar nichts mehr. Um weitermachen zu können, musste er seine Erdbeeren aus dem Boden holen. Schluss mit Périgord-Erde. Seine Erdbeeren gedeihen jetzt in einer Nährsubstanz. Um sie zu stärken und Schädlinge fernzuhalten, ist er heute zu allem bereit, wenn er nur auf chemische Mittel verzichten kann. Jean-François hatte mir von seiner Brennnesselbrühe erzählt. Seit ich mit dem Präparat experimentiere, ist mir klar geworden, dass ein Prozess der Bewusstseinsbildung einsetzen muss. Es ist bedauerlich, dass wir Produzenten diese Produkte testen müssen und es keine offizielle Testreihe gibt, die uns den Nachweis für die Wirkung erbringt. Wir müssen uns Schritt für Schritt vorantasten. Wir spielen sozusagen Poker. Angenommen, das Biomittel wirkt nicht wie erhofft, dann verliere ich meine gesamte Produktion. Ich kann zwar nebenher die gängigen Produkte verwenden, aber ganz ehrlich, es ist doch nicht an uns, diese Aufgabe zu übernehmen. Normalerweise müsste die Forschung diese Arbeit leisten, erst recht in der heutigen Zeit. Manchmal muss man was riskieren. Um den Beweis antreten zu können, muss man handeln. Das Brennnesselverbot hat alle getroffen. Es geht doch nicht um ein Gesundheitsproblem, vielmehr um handfeste kommerzielle Interessen. Wollte man tatsächlich die öffentliche Gesundheit schützen, brauchte man nicht lang zu reden. Hier ein Produkt mit einem Totenkopf drauf und daneben Brennnesseljauche. Für mich ist der Fall klar. Hinter all dem stehen mächtige Lobbygruppen. In den ministeriellen Ausschüssen sind sie omnipräsent. Wir stören sie nur. Jetzt fordern sie von uns, beweist uns die Ungiftigkeit von Brennnesseljauche. Das geht nun doch ein Stück zu weit. Das Gesetz hat Gültigkeit, solange es nicht abgeändert wird. Damit sage ich Ihnen nichts Neues. Gesetz ist Gesetz. Davon abgesehen wurde zu dem Thema eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die zum ersten Mal am 15. Dezember 2006 getagt hat, also schon eine Weile her. Die Idee auf Grundlage des neuen Entwurfs war, was verstehen wir unter einem unbedenklichen Naturpräparat? Und welche Vorschriften erlassen wir mit Blick auf eine vereinfachte Marktzulassung? In dieser Sache sind wir vorangekommen. Die letzten beiden Jahre sind nicht völlig ergebnislos verlaufen, sondern es ist uns in mehreren Arbeitssitzungen gelungen, ein gewisses Vertrauen aufzubauen. Die Freunde der Brennnesseljauche werden heute bestimmt nichts anderes sagen als, ja, einverstanden. Alles, was auf dem Markt ist, muss sicher sein. Wir müssen dem Verbraucher Sicherheit garantieren. Wie wir das erreichen, darüber wird freilich noch diskutiert. Wir befinden uns nicht mehr im Märtyrerstadium wie vor zwei Jahren, sondern nähern uns den staatlichen Vorgaben an. Der neue Verordnungsentwurf führt den Begriff gesundheitlich wenig bedenkliches Naturpräparat ein. Immerhin wird endlich anerkannt, dass die Brennnessel und die daraus hergestellte Jauche für unsere Gesundheit wenig bedenklich sind. Aber die Regierung verschanzt sich hinter Worten. Brennnesseljauche wenig bedenklich und herkömmliche Pestizide, wie bedenklich sind die? Sehr bedenklich? Mäßig bedenklich? Wenn Experten ein Feld mit Kennerblick begutachten, dann erscheinen die gesetzlichen Spitzfindigkeiten gemessen am Ernst der Lage deplatziert. Claude und Lydia Bourguignon sind Bodenbiologen.
Berühmt und gefürchtet für ihre unorthodoxen Stellungnahmen, zogen sie es vor, das staatliche Agrarforschungsinstitut zu verlassen. Zu unerträglich, was in puncto chemischer Bodenbehandlung empfohlen wurde. Als unabhängige Sachverständige helfen sie den Landwirten europaweit bei der Rettung ihrer Böden. Sofern dies überhaupt noch möglich ist. Wir verwenden Pestizide, Produkte, die abtöten, was wir als Pest empfinden. Also alles, was in unseren Augen unangenehm ist. Wir haben eine kindische Einstellung zur Natur, eine Cowboy-Mentalität. Da die Lieben, dort die Bösen. Der Großteil sind die Bösen. Ein paar Liebe wie den Maikäfer gibt es noch. Aber grundsätzlich ist die Natur erschreckend. Alles Böse muss abgetötet werden. Und dafür gibt es Pestizide, denen Insekten und Pilze zum Opfer fallen. Und zwar unterschiedslos. Es wird radikal alles vernichtet. Derlei Substanzen dürfen bedenkenlos ausgebracht werden. Wenn sie aber Brennnesseljauche verteilen, gibt sofort ein Riesengeschrei. In einem Boden, der so kompakt, so verdichtet ist wie dieser hier, gibt es praktisch keinen Sauerstoff mehr. Er ist wie Stein. Ohne Sauerstoff aber sterben die Wurzeln mitsamt der vorhandenen Fauna ab. Für den Landwirt ist ein solcher Boden ein Teufelskreis, dem er nicht mehr entkommt. Er muss düngen, die Düngung schwächt und ruft noch mehr Krankheiten hervor. Und mehr Krankheiten wiederum heißt, es werden noch mehr Pestizide ausgebracht, die Fauna weiter abtöten und den Boden weiter verdichten. Wenn Düngemittel derart massiv eingesetzt wurden, um irgendwie weitermachen zu können, kann es vorkommen, dass die Böden buchstäblich tot sind. Auf ihnen lässt sich nichts mehr anbauen. Zuallererst müssen wir wieder Leben in unsere Böden bringen. Und das geschieht nicht über Nacht. Wir haben sie 50 Jahre lang ausgebeutet. Genauso lange wird es dauern, bis wir sie wieder belebt haben. Ich glaube, die Menschheit musste diesen Planeten erst zerstören, um ihn dann endlich zu respektieren. Es wird ein langwieriger Prozess sein. Geschätzte 2% der Menschheit ist sich bewusst, dass wir Rücksicht auf unseren Planeten nehmen müssen. Den restlichen 98% ist das egal. Aber diese 2% können die Wende bringen. Manche handeln bereits entsprechend. Allen Vorbehalten und Stolpersteinen der öffentlichen Hand zum Trotz setzen sie auf alternative Anbaumethoden. So auch François de Conti, Bio-Winzer in Tenac. In der herkömmlichen Bekämpfung spritzt der Winzer seine Reben ca. 14 Mal mit chemischen Produkten. Wir kein einziges Mal. Wir spritzen nur mit natürlichen Produkten. Man muss nicht unbedingt massiv auf Chemikalien zurückgreifen. Es geht auch ohne sie. Sie brauchen sich nur umzuschauen. Falls die Reben tatsächlich von einer schlimmen Krankheit befallen würden, ist es nicht anders als beim Menschen auch. Falls tatsächlich eine chronische Mangelerscheinung aufträte, dann würden wir selbstverständlich auf allopathische Mittel zurückgreifen. Wir würden ein normales Pflanzenschutzmittel verwenden. Da aber der Rebstock dieses Pflanzenschutzmittel nicht gewohnt ist, würde die halbe Menge reichen. Und die Effizienz wäre praktisch die gleiche wie bei Winzern, die hochdosiert arbeiten. Ein absolut makelloses Blatt. Ein junges Blatt, ohne sichtbare Krankheit, weder vorne noch hinten. Und das nur mit Pflanzenauszügen, nur mit Naturprodukten, ohne chemische Behandlung. Ich bin derjenige, der normal ist. Nicht normal sind die, die Chemikalien einsetzen. Die beste Waffe, über die wir verfügen, sind Jauchen. Brennnessel, Schachtelhalm, Schwarzwurz, Farnjauchen haben eine hervorragende Wirkung. Wenn sich der Rebstock allmählich wieder erholt und seine Abwehrkräfte mobilisiert, dann hält das Bio-Arsenal noch eine ganze Reihe weiterer Mittel bereit. François de Conti arbeitet nach einem ganzheitlichen Ansatz. Er pflegt seine Reben mit Pflanzenjauchen, unter anderem von Brennnesseln. Aber er behilft sich auch mit einer ganzen Palette wildwachsender Pflanzen. Begleit- und Zeigerpflanzen, die sein Arsenal vervollständigen und ihm erlauben, ganz ohne Chemie auszukommen.
Hier wachsen ganz besondere Pflanzen. Wir haben sie ausgesät. Sie sind nicht von allein gekommen. Das ist eine Luzerne. Ihr Wurzelgewebe wächst direkt um den Rebstock herum. Die Luzerne leitet das Wasser ab. Sie pumpt es quasi ab. Wenn es viel regnet, gibt sie Unmengen von Wasser an die Atmosphäre ab. Außerdem haben wir Klee gepflanzt. Klee ist eine Hülsenfrucht, die das ganze Jahr über blüht. Sie ernährt die Insekten, die im Weinberg leben. In enger Symbiose entwickeln sie sich miteinander und mit der Zeit entsteht ein Ökosystem, das ein gewisses Gleichgewicht einkehren lässt. Wir haben dreierlei: Boden, Pflanze und Insekten. Und die versuchen wir nicht gegeneinander auszuspielen, sondern sorgen dafür, dass sie koexistieren und sich gegenseitig stützen. Die Luzerne unterstützt den Rebstock, der Klee unterstützt die Insekten und diese wiederum unterstützen den Weinberg. Hier stehen wir auf einer Parzelle, deren Modell wir überall einführen möchten. In Kürze dürfte der gesamte Weinberg so aussehen, weil sämtliche Erfolgszutaten vorhanden sind. Wir haben Begleitstauden und Zeigerpflanzen. Wir haben nichts als Biomittel, das Produkt ist absolut rein. Auf dieser Parzelle wurde in den letzten Jahren keine einzige Chemikalie ausgebracht. Die Brennnessel. Als frisches Kraut oder in Form von Jauche führt sie deutlich vor Augen, wie unbegründet unser Misstrauen gegenüber den wildwachsenden Pflanzen ist. Wer sie einmal entdeckt hat, der ist überrascht von ihren Vorzügen. Als ideales Symbol steht sie für eine innige Beziehung zur Natur. Eine Beziehung, die es zu erneuern gilt. Stoff. Anders gesagt, Böden reich an unserem Überfluss, unseren Abfällen. Sie zeugt von den Spuren menschlichen Tuns, kündet von dem, was wir züchten und auch von dem, was wir bauen. Nur wenige Pflanzen hegen eine Vorliebe für Ruinen. Sie ist eine Ruderalpflanze, eine Flora, die auf Schutt und Trümmern gedeiht. Noch lange nachdem der Mensch einen Ort verlassen hat, deutet sie auf seine Gegenwart hin, was fast schon ein wenig ärgerlich ist. Ein Ärgernis, das blitzschnell in Zorn umschlagen kann, wenn man ihr zu nahe kommt. Von allen Merkmalen ist ihr Stich sicherlich das prägendste. Quer durch alle Epochen hat die schmerzhafte Begegnung mit ihr die Brennnessel auf die Karikatur einer Pflanze reduziert, die brennt. Ihr wissenschaftlicher Name unterstreicht das, Urtica, vom lateinischen urere, was so viel heißt wie brennen. Die Botaniker nennen die gesamte Familie Urticaceen, Nesselgewächse. Eine große Familie, in der jedoch nicht alle Mitglieder stechen. Bei den stechenden Urticaceen begegnen wir zuerst der großen Brennnessel, Urtica dioica. Eine weit verbreitete alte Dame, die sich als exzellente Botschafterin ihrer Familie erweist. Die große Brennnessel sticht, weil sie an Stängeln wie Blättern mit winzigen Stacheln übersät ist. Eine Art Hohlnadeln, die spröde sind wie Glas und Histamin, Serotonin, Acetylcholin sowie einige andere Substanzen mehr enthalten. Bei der geringsten Berührung brechen die Nadeln ab, dringen in die Haut ein und injizieren eine nesselnde Flüssigkeit. Ein Zehntausendstel Milligramm genügt, um Quaddeln und Rötungen hervorzurufen, was unsere Sympathie für die Pflanze etwas dämpft. Man begegnet einer Müsste man auf Erden eine einzige Pflanze stehen lassen? Für mich wäre es die Brennnessel. Die Brennnessel spielt in unserer Zivilisation eine wichtige Rolle. Sie ist eine Pflanze, die dem Menschen folgt und ihm sehr nahe steht. Kaum eine andere Pflanze genießt einen derart schlechten Ruf wie die Brennnessel. Sie gilt als das Unkraut schlechthin. Bestenfalls beachten wir sie nicht. Zumeist aber mähen wir sie ab, weil sie nicht in unser Bild von einem perfekten Garten passt. Oder weil der Hautkontakt brennende Schmerzen hinterlässt.
Die unterschiedlichen Formen der Brennnessel in den Gärten Frankreichs oder den Wäldern Australiens sind ein Beispiel für die Artenvielfalt im Pflanzenreich. Für den Menschen ist sie bei weitem die gefährlichste Pflanze, die es gibt. Touristen, die Australien bereisen, laufen Gefahr, vom australischen Nesselbaum gestochen zu werden, weil sie ihn nicht kennen. Viel schwerer als ihre Bedrohlichkeit wiegt jedoch die Kostbarkeit der Brennnessel. Gern denkt man da an alte Hausrezepte, tatsächlich aber ist sie unverzichtbarer denn je. In Frankreich streitet man um die Brennnessel, da sie gar dem eigenen Drang nach Freiheit entgegensteht. Doch bevor wir herausfinden, was die Brennnessel so wertvoll, so modern macht, versuchen wir zu beleuchten, was ihren Ruf derart trübt. Die Brennnessel liebt nährstoffreiche Böden. Böden reich an organischem Material und buchstäblich ein Parallelmarkt entsteht. Derlei Praktiken werden durch keinerlei Vorschrift reguliert. Dann greift der Staat ein und stiftet Krieg. Den Brennnesselkrieg. Als versierter Kenner und Bewunderer der Brennnessel steht Bernard Bertrand im Fokus des Aufstands. Der Bauer, Autor und Verleger von Werken über Pflanzen hat sich für ein Leben eng am Puls der Natur entschieden und auch die symbolische Bedeutung der Brennnessel frühzeitig erkannt. Bedingungslos engagiert er sich für ihren Schutz, rührt die Werbetrommel für ihre Vorzüge in umtriebigen Kollektiven und Bürgerinitiativen, die dem Staat in dieser Sache inzwischen erfolgreich die Stirn bieten. Mais là, avec ces orties, on va faire du purin. Aus den Brennnesseln machen wir Jauche, genauer gesagt einen vergorenen Brennnesselextrakt. Aber wir nutzen sie auch als Viehfutter für die Schweine auf dem Bauernhof und für das Geflügel. In Stresszeiten, zum Beispiel bei der Trennung von der Mutter, geben wir sie den Tieren als Beifutter. Eigentlich sind wir in diesen Brennnesselkrieg völlig unfreiwillig hineingeraten. Für den Brennnesselextrakt gab es keine offizielle Vertriebserlaubnis. Er war nicht staatlich zugelassen. 2002 wurde er ein erstes Mal verboten und dann erneut 2006, einhergehend mit massivem Druck der öffentlichen Hand. Das ging so weit, dass die Behörden die Weitergabe von Kenntnissen verboten haben, was die Brennnessel sowie einige andere Wildkräuter betrifft. Damit wurde die Brennnessel auf einen Schlag zum Sinnbild eines Kampfes um die Bewahrung landwirtschaftlichen Wissens, die Bewahrung eines Kulturguts, das wir von unseren Vorvätern übernommen haben und das wir weiter verbessern wollen, im Sinne einer echten, nachhaltigen Landwirtschaft. Ausgelöst wird der gärtnerische Flächenbrand durch das Agrarorientierungsgesetz aus dem Jahr 2006. Es verbietet die Werbung und den Verkauf von Phytopharmazeutika, die keine Marktzulassung haben. Das betrifft sämtliche Naturpräparate, die von zahllosen Gärtnergenerationen empirisch zubereitet wurden. Allen voran die Brennnesselbrühe, der Star in diesem Segment. Über den Gärten Frankreichs regt sich ein Hauch von Rebellion, der in den großen Medien von Kolumnisten wie Alain Baraton bereitwillig aufgegriffen wird. Der Chefgärtner des Schlossparks von Versailles gilt als Widerstandskämpfer der ersten Stunde. Guten Tag, Alain Baraton. Guten Tag, Patrick Boyer. Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen der Gärten. Erläutern Sie uns doch Ihre Position gegenüber dem Finanzamt, dem Landwirtschafts- und dem Innenministerium, was künftig verboten ist. Alles über die Brennnesseljauche. Vergessen Sie das Finanzamt. Die gute alte Brennnesseljauche wird, ob in Stadtgärten oder auf dem Land, von jeher eingesetzt. Wie stelle ich sie her? Zuerst pflücken Sie mit Handschuhen, versteht sich, 1 Kilogramm junger Brennnesselblätter. Dann gießen Sie 10 Liter Wasser in einen Eimer, weichen die Brennnesselblätter darin ein und lassen die Flüssigkeit gären. Die Gärdauer hängt von der Jahreszeit und der Außentemperatur ab. Bei 20 Grad müssen Sie sich im Schnitt 10 Tage gedulden und jeden zweiten Tag umrühren. Wie schwarzgebrannter Whisky. Zur Zeit der Prohibition haben die Leute in Oklahoma heimlich Whisky gebrannt. Scherzen Sie nicht. Bei uns werden bald dieselben Zustände herrschen. Dann können wir unsere Brennnesseljauche auch nur noch heimlich herstellen. Nun noch filtern und schon. Brennnessel nie allein. Brennnesseln wuchern in Gruppen, überziehen ganze Landstriche.
Als Kinder mit ungebremstem Forscherdrang wussten wir ein Lied davon zu singen. Denn die Brennnessel bildet Rhizome aus. Unterirdisch webt sie ein Netz aus kriechenden Seitensprossen, die in regelmäßigen Abständen Knötchen aufweisen. Von diesen Knoten wachsen die Brennnesselstängel senkrecht in die Höhe. So haben wir es auf ein paar Quadratmetern voll der schönsten Brennnesseln meist mit ein und demselben Exemplar zu tun und nicht etwa mit Hunderten. Diese vegetative Form der Vermehrung sorgt dafür, dass eine Besiedlung mit Brennnesseln so schnell nicht gestoppt werden kann. Die Pflanze ist zäh. In der Brennnessel spiegelt sich auch unser Umgang mit der Natur. Jene so unbekannte Natur, die sich unserer Kontrolle entzieht. Die Brennnessel lässt sich nur schwer kontrollieren. Wer sie ausrotten will, kann sie noch so oft ausreißen, abmähen oder ihr mit chemischen Mitteln zu Leibe rücken. Vergebens. Fest unter der Erde verankert, feiert die Brennnessel immer wieder ein strahlendes Comeback. Ein Comeback übrigens auch im übertragenen Sinn. In Frankreich geriet sie durch eine skurrile Politposse ins Rampenlicht. Ihren Anfang nahm die Angelegenheit in den Hausgärten, wo die Brennnessel gern in Form eines vergorenen Extrakts eingesetzt wird. Hobbygärtner schwören auf das Rezept. Kein Dünger sei besser, natürlicher und billiger. Die segensreiche Jauche hält Schädlinge fern, bereichert den Boden und stimuliert das Immunsystem der Gewächse, um die sie ausgebracht wird. Ihr Erfolg zieht so weite Kreise, dass